Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind heute bei der Firma Nordeis. Und zwar will ich einmal mich um den Motorraum kümmern. Das Auto soll ja in die Halle kommen. Die ist jetzt auch soweit fertig. Da stelle ich den Wagen jetzt heute Abend rein, damit es dann weitergeht. Und dann werdet ihr auch irgendwann dann in den zukünftigen Videos erfahren, was ich noch so vorhabe mit dem Wagen. Es wird auf jeden Fall brutal. Aber damit ich ihn halt einmal wegstellen kann, will ich den Motorraum sauber machen lassen. Ich bin nämlich eine ganze Zeit lang, oder also immer noch sogar, ohne Radtauschschalen gefahren. Ich habe ja die Mücke-Carbon-Kotflügel dran und dann haben die Originalen nicht mehr gepasst. Und hätte ich flicken müssen und da hatte ich irgendwie nicht so Lust zu und deswegen habe ich es einfach gelassen. Deswegen sieht aber auch bei jedem Regen, wenn du da im Schnee fährst oder so, sieht der Wagen dann halt auch immer aus wie Sau im Motorraum. Das wollen wir heute einmal machen. Erzähl mal, was macht ihr so im Großen und Ganzen? Trockeneisreinigen machen wir. Trockeneisreinigen ist ein großer Vorteil. Wir können also beschädigungsfrei Oberflächen reinigen. Wir können Motoren reinigen, Getriebe. Wir können Unterbodenschutz entfernen. Das heißt richtig, dieses harte Zeug, was da damals mal draufgesprüht wurde, kriegt ihr alles runter? Ganz genau richtig, sofern es sich schockgefrieren lässt und sofern es halt nicht elastisch ist. Mhm. Sobald es elastisch ist, prallt das Eis ab und es kann nicht schockgefrieren. Ja, okay, das ist logisch, ja. Genau. Öle, Fette können wir entfernen, wir können Wachse entfernen, ne? Schutzbeschichtung können wir entfernen. Mhm. Wir können Aufkleber entfernen und Folien zum Beispiel. Graffiti entfernen, den mit Trockeneis. Also zum Beispiel, wenn so eine Straßenbahn oder so ein Zug vollgesprüht wurde, dann kommt ihr auch und können wir auch machen. Weg. Genau, machen meistens eine Probereinigung und dann schauen wir, ob es funktioniert. Und dann reinigen ist weg. Genau. Nicht schlecht. Und Gehwegplatten zum Beispiel und sowas, rein theoretisch? Könnte man auch machen. Wir machen zum Beispiel Fliesen auch sehr viel, wenn zum Beispiel auch Kalkablagerungen sind in den Fugen, zum Beispiel in Saunen oder in Badezimmern oder in Schwimmhallen, haben wir auch schon vieles gemacht. Ja, Fachwerkbalken machen wir viel weg. Aber kommt ihr dann mit der Maschine ins Haus rein? Dürfen wir, ganz genau. Okay. Nur ganz wichtig, halt, weil es Kohlendioxid ist, dass wir halt eine gute Belüftung haben und das war es eigentlich. Okay. Ja, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal sprechen. Wir sind nämlich umgezogen, deswegen kamen jetzt auch in der letzten Zeit keine Videos. Und da sind die Fliesen in der Küche und im Flur. Vielleicht könnte man da ja mal eine Probereinigung machen. Genau. Ja, gut. Und das heißt aber, ihr fahrt generell dann zu dem Kunden hin oder kommt der Kunde immer hierher? Mit der Küche. Nein, also jetzt zum Beispiel mit den Autos. Ja, natürlich, also ganz klar, genau. Also wir sind auf jeden Fall mobil unterwegs, wir können also zu den Kunden hinfahren. Aber wenn zum Beispiel jemand auch herkommt, so wie du heute, mit dem Auto zu uns, wir fahren auch zum Kunden hin, muss man darüber sprechen, was gemacht werden muss, was die Kosten sind. Und aber ansonsten kein Problem, bei uns ist alles möglich. Hebebühne haben wir auch, passt. Ah, okay. Sehr gut, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie das dann mit Unterboden aussieht hier cool. Gut, dann ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich packe euch da ein bisschen Musik drunter, weil die Maschine, die ist ein bisschen laut. Ich selber oder wir tragen dann halt auch Kopfhörer, weil es ja sonst ein bisschen Ohrenschmerzen gibt, beziehungsweise Kopfschmerzen. Jetzt geht's einfach los. Das sind die Nuggets, minus 79 Grad kalt. Ja, wie ihr sehen könnt, alles tutti completo sauber. Bin echt zufrieden, hätte ich gar nicht gedacht, dass das wirklich alles so weggeht. Dankeschön, ja.
Ja. Mit der Elektrik. Wir hatten das Ding ja hier abgemacht. Ja. Da gab es auch gar keine Probleme, ne? Null. Also ganz genau. Natürlich muss man immer aufpassen von der Distanz und wie viel Druck man einstellt und so weiter. Aber auch so, das kannst du an dem Apparat selber. Kann ich alles regulieren, auch Materialmenge. Aber Elektrik, Kabelbäume oder sonstige Bereiche oder Kunststoffe. Carbon war auch kein Problem. Ja, genau, Carbon war auch kein Problem. Kann man problemlos machen, solange man nicht stundenlang drauf hält. Ja, ja, klar. Genau. Perfekt, ey. Das ist echt wirklich alles sauber. Haben uns auch Mühe gegeben. Ja. Jetzt muss er aber auch wirklich dann in der Halle. Ich hoffe, es regnet nachher nicht. Mega cool. Bin ich echt zufrieden. Und wie lange macht ihr das jetzt eigentlich generell schon? Also das Trockeneisstrahlen, das machen wir, glaube ich, schon mittlerweile 7 Jahre. 7 Jahre? 7 Jahre. Privat angefangen, Harley-Bereich. Und dann kamen halt immer mehr und mehr Jungs dazu. Und dann irgendwann sagte meine Monteure, mach's mal richtig. Und dann ging es halt los, dass wir halt Kontakt aufnahmen und die Leute kamen ganz einfach. Ne? Ja. Oldtimer-Szene natürlich auch, genau. Ja. Stimmt, Oldtimer-Szene. Oldtimer-Szene. Und da kann auch nichts, also du schießt dann zum Beispiel im Unterboden auch keine Rostlöcher groß oder so, oder? Genau, ganz genau. Also das Schöne ist halt, Trockeneis ist also nicht abrasiv, das heißt, es schleift also nichts. Ne? Es ist also schockgefriert, ganz einfach. Und wir können also so, wie wir schon vorhin sagten, Unterbodenschutz entfernen. Grenzen gibt es also ganz einfach bei Rost, Grenzen gibt es bei Korrosion oder bei irgendwelchen Sachen, die eingeätzt sind oder Ausblühung. Da können wir nichts mehr machen. Okay. Und hier in dem Bereich zum Beispiel, da könnte man auch einfach draufhalten oder lieber nicht? Beim Aluminium ist es halt so, es ist halt zu weich. Da würden diese Eispellets, die wir halt vorne rausschießen mit recht hoher Geschwindigkeit, die würden gegenschlagen und würden richtige Krater erzeugen. Da passen wir halt einfach auf. Ja. Oder wenn wir zum Beispiel ganz alte Dichtungen oder Ummantelungen haben, dann bei alten Mercedes-Modellen zum Beispiel, die fransen aus. Wenn man da mal ein bisschen Erfahrung hat, sieht man das und man lässt es dann sein. Naja, klar. Genau. Aber sonst, das kann sich echt sehen lassen. Sieht fast aus wie neu. Ja. Brutal. Bin ich auf jeden Fall wirklich, wirklich happy. Bei uns auch ein Vergnügen auf jeden Fall, klar. Super gerne, immer wieder. Cool, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, die nächsten Videos, ich stelle euch jetzt einmal die Halle vor. Da muss ich jetzt nur noch fegen und ein paar Kleinigkeiten machen. Und dann zeige ich euch das auf jeden Fall. Und dann geht es auch, nachdem ihr dann die Halle gesehen habt, geht es auch mit dem Umbau weiter. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Kommen. Ja. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.